Ich bin froh und freue mich, hier zu sein. Und ich bin natürlich insbesondere froh, dass Sie so zahlreich da sind. Und heute erzähle ich Ihnen was zu zukunftssicheren Verflüssigungssatzlösungen mit CO2, also 744, und A2-Kältemittel. Mein Name ist Stefan Bachmann, ich bin von der Firma Danfoss. Wir sind in Halle 7. Also, wenn Sie danach noch ein bisschen schauen wollen, die Verflüssigungssätze sind ausgestellt. Die Sache ist jetzt nichts Neues für Sie. Warum sollen wir zu Kältemitteln übergehen mit niedrigerem Treibhauspotenzial? Das hat mit dem Montreal-Protokoll zu tun, jetzt ganz global gesehen. Und wir alle kennen F-Gase-Verordnung und auch die neuerlichen Entwicklungen, bei denen man davon ausgeht, dass die F-Gase-Verordnung noch rigoroser vorgeht wie in der Vergangenheit. Also lange Rede, kurzer Sinn, haben Sie vielleicht das ein oder andere Mal auch schon gehört. Wir springen mal rein in die Betrachtung der Kältemittel, was wir in der Vergangenheit immer verwendet haben und was natürlich damals auch sehr gut war, war 404 und 134a. Jetzt beispielsweise, gerade noch mal ein bisschen. Naja, gut. Sie sehen das oben in der Spalte Dichte, mittlere Dichte 404, also über 2500 GWP, GWP, Global Warming Potential, also Treibhauspotenzial. Das ist der Kennwert für, wie einen hohen Treibhauseffekt Kältemittel hat. Und bei 134a, was das meistverwendete Kältemittel in der Vergangenheit war, sind wir zwar unter 1500, aber das ist für so niedrigdichtes Kältemittel noch relativ hoch. Wenn man hier diese Spalten sich anschaut, und dann kann man, wenn man nach unten geht, quasi Kältemittel auswählen oder Kältemittel finden, die niedrigeres GWP haben, also niedrigeren Treibhauseffekt. Aber man sieht schon bei den Mitteldichten, also zum Beispiel bei 404, da ist die Brennbarkeitslinie, die so quer durchs Bild geht, die ist schon relativ hoch. Also man kann nicht mehr mit A1-Kältemitteln arbeiten, wenn man unter ein gewisses GWP kommen will. Zum Beispiel 449, 448 Anton sind ja jetzt übliche Kältemittel, die man jetzt neuerdings verwendet, sind A1-Kältemittel, weil sie gemischt sind, FKW und HFOs. Aber wenn man eben noch weiter runter will mit den GWPs, dann braucht man HFOs. Und das sind dann A2L-Kältemittel, wie zum Beispiel 454C, 455 Anton. Bei dem 134a, das sind wir insgesamt auf niedrigeren Level, da wäre es dann zum Beispiel das 1234YF, was auch in den PKW-Klimaanlagen momentan verwendet wird, von dem man auch nicht ausgehen kann, dass dieses HFO in der nächsten Zeit irgendwann ausstirbt, um den GWP deutlich zu verringern. Hier nochmal eine Übersicht, dass man das nochmal ein bisschen klarer raussieht. Natürlich darf man auch mit den A1-Kältemitteln, also mit der Mischung mit HFO, wenn 513 Anton für 134a, wenn das reicht vom GWP, kann man das auch einsetzen. Ansonsten wäre eben die Wahl der Stunde 1234YF, dann 454C und 455 Anton. Und dafür haben wir auch Verflüssigungssätze ganz neu im Portfolio. Kleiner Tipp noch in quasi eigener Sache. Also es gibt von uns, von Danfoss, die RevTool-App-Sammlung. Und da ist auch ein Refrigerant-Slider oder ein Kältemittelschieber mit dabei. Also es sind auch andere ganz tolle Teil-Apps mit dabei, also Werkzeuge. Ist kostenlos, können sich runterladen. Man kann überhaupt gar nicht bei den ganzen Kältemitteln alles so auswendig im Blick haben. Man muss da nachgucken. GWP, Druck, Temperatur, Äquivalent. Was ist es für ein Stoff? Ist es so ein HFO, also so ein Olefin, was ein natürliches, was ein organisches, organischer Stoff ist, aber eben im Vergleich zu den FKWs eine Doppelbindung hat? Oder ist es natürliches Kältemittel wie CO2? Das sind so Sachen, die man da alle sehen kann in der App. Wenn wir die Verflüssigungssätze generell sehen oder den Ausblick, den Danfoss sagt, für die Zukunft, was wird wahrscheinlich in der Zukunft langfristig bis 2030 angesagt sein für Verflüssigungssätze? Ich habe es hier mal ein bisschen fett markiert. Dann klar, 513 Anton, 445, 448, 449, aber eben speziell auch unser heutiges Thema 455 Anton, 454C, 1234YF. Der zweite Teil der Präsentation geht dann um CO2, also um Verflüssigungssätze für CO2, also auch 744 ist was ein Thema ist. Und 290 Propan gibt es kleine Verflüssigungssätze auch von uns. Aber das ist halt nicht gering brennbar, sondern ist halt richtig brennbar.
Das ist eine Range von uns, Optima Slim Pack, die es in der Vergangenheit auch schon gab, auch für verschiedene Kältemittel. Und jetzt neu ist, dass sie eben A2L fähig ist. Und da haben wir ein paar neue Features eingebaut. Zum Beispiel haben wir den Elektroschaltkasten gekapselt. Also die rechte Seite ist quasi die neuen A2L-Einheiten. Und da kann man auch optisch schon ein bisschen sehen, oben rechts der Elektroschaltkasten, der ist gekapselt. Und man hat auch einen Lüftervorlauf. Also man hat, ist zum Beispiel so, bevor der Verdichter anfängt zu laufen, dann wird erst der Ventilator, also natürlich hier vom Verflüssigungssatz aktiviert und durch Lüftungsschlitze im Verdichtercompartment wird, falls wirklich aus irgendwelchen Gründen ein explosibles oder brennbares Gemisch A2L mit Sauerstoff sich gebildet hat, wird das rausgezogen. Also das ist schon so ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Dann der gekapselte Schaltkasten ist natürlich so, es geht immer um Zündquellen. Ja, es geht immer um Zündquellen bei sowas, auch bei A2L. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ein Verdichterschütz zum Beispiel Zündquelle ist, was grundsätzlich der Fall ist, dann ist natürlich klar, wenn es gekapselt ist, dann kann das, wenn es eine Leckage wirklich gibt, kann es gar nicht dahin kommen, kann auch nicht gezündet werden. Das Gleiche im Prinzip gilt auch für Optima Plus, eine andere Baureihe, die Sie vielleicht kennen. Auch hier gibt es neue Versionen für A2L im Übrigen. Die sind die immer abwärtskompatibel, also auch für A1-Kältemittel geeignet. Und hier ist es auch so, es gibt auch die Vorentlüftung. Das ist hier fast noch ein bisschen einfacher zu machen, weil da so ein Regler integriert ist mit umfangreicher Sensorik. Und der Regler, also das ist ein Verflüssigungssatzregler, kein Kühlschwellenregler. Der Regler, der managt auch die Lüfterdrehzahl und eben den Lüfter generell. Also ob er startet und stoppt auch. Und damit macht man auch diese Vorentlüftung, dass also gar nichts passieren kann. Bei Risikobetrachtung geht es ja immer darum, man muss sicherstellen, dass unter dem Low Flammability Limit maximal 25% von dem Anteil, dass es also dass es nicht überschritten werden kann. Und wie gesagt, zur Sicherheit rausziehen durch den Lüftervorlauf oder eben gekapselte Schaltkasten ist hier auch ersichtlich. Wir haben einen Test gemacht mit einem externen Labor und haben das mal testen lassen, ob denn jetzt so ein Verdichterschutz, ob das jetzt wirklich so ist, dass dieser Verdichterschutz eine fähige Zündquelle wäre für A2L-Kältemittel. A2L-Kältemittel sind auch schwerer zündbar als A3, also als Propan oder sowas. Das muss man auch wissen. Und haben wir Tests gemacht, selbst mit einem brennbaren Gemisch, also mit dem optimalen Gewicht sozusagen, mit Sauerstoff, war es nicht zu zünden mit dem Verdichterschütz als Zündquelle. Ist vielleicht mal so ganz interessant auch zu wissen. Ganz generell ist es so, dass wir bei unserem Kultselektor auch ein kostenloses Programm, was wir runterladen können, immer die aktuellen Typen drin haben. Klar, werden jetzt immer mehr Sachen für A2L-Kältemittel qualifiziert. Es gibt auch Komponenten, nicht nur Verflüssigungssätze, sondern Ventil und so auch viel für A2L. Wenn Sie da reinschauen, wird mindestens einmal im Monat abgedatet. Kultselektor 2 kann ich Ihnen ans Herz legen. Springen wir zum zweiten Teil der Präsentation, und zwar für CO2 oder, wenn man es richtig sagen will, haben Sie auch beim vorherigen Vortrag vielleicht schon gesehen, R744, also Refrigerant 740 oder Kältemittel 744. 7 für natürliches Kältemittel und 44 ist die Molekülkennzahl sozusagen. Wenn man CO, den Kohlenstoff und die zwei Wasserstoffatome zusammenzählt. Das ist unsere neue ICO2-Unit und interessante Features sind, dass ein Scholl-Verdichter drin ist, der bis 30% runtergeht in der Teillast. Der ist Sauggas geführt, also Saugdruck geführt, muss ich natürlich sagen. 30% ist natürlich schon toll, stufenlos. Dann haben wir einen EC-Lüfter drauf. Das hilft noch dazu, auch Energieeffizienzvorgaben einzuhalten. Und ich versuche es jetzt nochmal, ja, es geht. Also hier kommen schon dann die speziellen Sachen mit Gas-Bypass und Microchannel-Gaskühler. Gas-Bypass, wissen Sie, ist eine spezielle Sache bei CO2. Wir sehen es dann nachher noch mal besser im Bild. Und Microchannel-Gaskühler wäre quasi der Verflüssiger. Aber da wir ja nicht verflüssigen, ist es eben ein Gaskühler. Dann haben wir noch zwei Sammler drin, Flüssigkeitsabscheider, so um sicher zu gehen, damit der Verdichter sich nicht verschluckt. Generell noch mal
Vielleicht ist es für Sie auch so einfach, aber ich will es trotzdem noch mal zeigen. Hier der Unterschied, dass man also, wie zum Beispiel, wenn man jetzt für 404 einen Verflüssigungssatz einsetzen würde mit CO2, dann hat man beim GWP fast 4000 bei 404 und bei 744 oder CO2 1, weil es ja sowieso die Referenz, also die Benchmark für dieses ganze GWP-System ist, ja, CO2, deswegen ist es nur 1. Und im geschlossenen Kreislauf ist natürlich 1 als GWP ein spitzenmäßiger Wert für ein Kältemittel. Volumetrische Kältemeistung ist natürlich bei CO2 hoch. Das kann man auch hier sehen. Rohrleitungsdurchmesser, einfach nur, um es ein bisschen mehr zu veranschaulichen, 28 zu 10 mm, das sind Welten. Ja? Aber, also das sind natürlich alles Riesenvorteile für CO2, aber dann kommen wir schon zum Druck. Das ist natürlich eine Herausforderung. Druck ist deutlich höher. Das muss man natürlich als, auch als Komponentenhersteller, wir und natürlich als Anlagenbauer, muss man das dann berücksichtigen. Rechts sehen wir so grob im Halopé-Diagramm. Unten, das kennen Sie alle schon ewig, ja, wie das ist, aber eben oben, dass dann plötzlich Gascooling oder ein Gaskühler ist, das ist halt durchaus anders als bei den Standardkältemitteln. Hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. Und zwar generell ist die Problematik bei CO2 neben den hohen Drücken, ist das mit dem kritischen Punkt, dass der bei 31 Grad schon ist. Ich habe hier mal den Vergleich nochmal mit hingeschrieben. Bei anderen Kältemitteln ist der kritische Punkt so weit oben in aller Regel, dass es so gut wie nie eine Problematik ist. Also man geht her normalerweise mit 404 oder was für ein klassischen Kältemittel auch immer. Hier steht HFCs, also das Englische ist sind FKWs gemeint und kann hier ganz einfach vom Kreislauf her hier nach dem Verdichten enthitzen und geht dann hier rüber und wird flüssig und dann noch ein bisschen unterkühlen und dann geht es weiter. Ja, das kennt jeder. Und bei dem CO2, was oberhalb dann angezeichnet ist, ist es halt leider so, dass eine gewisse Zeit des Jahres bei uns in unseren Breiten eben dann überkritisch oder transkritisch verflüssigt, kann man ja nicht sagen, gekühlt werden muss, die Wärme abgegeben werden muss. Und da sind wir eben über der Glocke und deswegen kann man nicht mehr sagen, dass es verflüssigt, sondern man macht eben Gaskühlung. Zweite Sache wäre noch ein bisschen der Trippelpunkt, nicht ganz so problematisch wie das im kritischen Punkt, aber Sie kennen alle Eventgastronomie, Clubs, irgendwie sowas. Wenn da mit Trockeneis gearbeitet wird, das ist festes CO2 und da dampft es schön, sieht spektakulär aus. Wollen wir natürlich in der Kälteanlage beim Sicherheitsventil oder so nicht haben, dass da irgendwie das dann fest wird und es nicht abblasen kann. Den Blick rein in den Verflüssigungssatz. Da geht es ein bisschen mehr um die elektrischen Komponenten, also Lüfter, EC-Lüfter, dann Regler mit FU, also Frequenz geregelt bis 30% runter, elektronische Filter. Das ist hauptsächlich deswegen da, um auch Effekte vom FU zu vermeiden, dass da irgendwelche EMC-Effekte reinstrahlen. Dann haben wir einen Schaltkasten integriert, einen außenliegenden Hauptschalter und Display. Und natürlich Gateway, das ist wichtig, weil natürlich kann man so einen Verflüssigungssatz als Standalone-Lösung wählen. Das geht. Aber oft wird es auch als Insellösung verwendet für größere Supermarkt-CO2-Systeme, dass man eben noch ein bisschen abgesetzt was hat zusätzlich. Und dann will man das halt auch auf die Fernwartung mit auflegen oder zumindest aufs Monitoring. Es gibt ja auch jede Menge Kälteautomatik oder Zusatzbauteile da drin. Das haben wir schon ein bisschen gesehen durch den Schnitt. Und hier einfach mal durch die Regelkreise mal schnell durchgehen. Vier Regelkreise, also die Verdichter-Drehzahl-Regelung nach Saugdruck habe ich schon angesprochen. Dann haben wir Hochdruckventil und Gaskühlerdruck, werden über die Gaskühler-Austrittstemperatur geregelt. Das ist bei 2. Also bei 2 sieht man auch, dass der Regler Druck und Temperatur da voll im Griff hat und dementsprechend nach Algorithmen, die eingespeichert sind, immer die optimalen COP-Werte dann mit dem Druck reguliert. Dann haben wir das Bypass-Ventil, was wir schon angesprochen haben. Das ist alles generell deswegen gemacht, damit man nicht mit so wahnsinnig hohen Drücken schon direkt vor dem Expansionsventil arbeiten muss, sondern dass man erst nochmal drosselt und dann bei der Kühlstelle mit relativ moderaten Drücken auch vom E-Ventil zugange ist. Deswegen macht man das auch mit dem Gas-Bypass, wie gesagt, über die Sammlertemperatur. Und dann haben wir natürlich noch die Lüfterdrehzahl. Das ist nicht so viel anders wie bei anderen Verflüssigern. Haben wir auch einen Lüfter dabei, der oft Drehzahl geregelt ist, damit man da vernünftig das Ganze managt, die Wärmeabgabe. Zusätzlich noch sehen Sie bei 5, das ist natürlich nicht Teil des Verflüssigungssatzes, das ist ganz klar. Das ist eine Kühlstelle, die kommt zusätzlich, aber durch die Drehzahlregelung kann man natürlich auch mehrere kleine Kühlstellen anschließen. In der Vergangenheit war es so, dass man immer sehr viel
elektronische Einspritzung bei CO2 verwendet hat. Es wird auch weiterhin so sein. Aber wenn Sie mal hier auf unseren Stand kommen von Danfoss, sehen Sie das erste thermostatische Expansionsventil auch für CO2. Und das ist natürlich auch in Kombination mit so einem Verflüssigungssatz super einzusetzen. Eine Übersicht gebe ich noch mal kurz für die einzelnen Typen. Und zwar sehen Sie noch mal auf der linken Seite quasi als die normale Variante. Der Optima Slim Pack ist schon richtig mit komplett allem, mit Kälteautomatik und Fertigterschütz und so ausgestattet und mit Wetterschutzgehäuse. Aber die Premium-Variante Optima Plus ist rechts nebendran, eben mit voller Sensorik und mit einem Verflüssigungssatzregler. Und da haben wir schon ein schönes Programm für 1234YF und eben auch für 454C und 455 Anton. 1234YF hat ein DBP einstellig und die anderen beiden, die sind unter 150, was eine wichtige Grenze ist für die F-Gase-Verordnung. Ganz rechts sehen Sie nochmal ICO2, das ist so also für MT, also mittlere Temperatur, heißt Normalkühlung, knapp 5 kW bei Nennbedingungen. Und da werden wir auch noch mehr Typen jetzt im Laufe der Zeit, vielleicht noch dieses Jahr, Anfang nächstes Jahres, wenn wir noch mehr Typen einführen, auch für Tiefkühlung. In der Mitte ist drehzahlgeregelter Verflüssigungssatz, der ist noch für die klassischen Kältemittel oder für 448, 449, was ja auch gerne verwendet wird, und auch mit drehzahlgeregelten Verdichter. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls Sie noch Fragen an mich haben, ich bin dann gleich wieder drüben in Halle 7 am Stand von Danfoss. Können Sie mich ruhig ausfragen. Ja, ich bedanke mich.